So. Gut, wunderbar. Okay, also Aufnahme läuft auch. Und demzufolge starten wir hier mit einer kleinen Vorstellung des Hermann-Hollerith-Zentrums. Das Hermann-Hollerith-Zentrum, das ist ein Lehr- und Forschungszentrum der Hochschule Reutlingen. Das heißt also, wir gehören rein rechtlich und auch von der Organisation her zu der Hochschule Reutlingen. Allerdings ist dieses Hermann-Hollerith-Lehr- und Forschungszentrum etwas außerhalb von Reutlingen gelegen, denn wir sitzen in Böblingen. Der Grund ist ganz einfach, unsere Spezialisierung liegt im Bereich Digital Business. Wir gehören also zur Fakultät für Informatik, sind also ein spezieller Teilbereich der Wirtschaftsinformatik und beschäftigen uns hauptsächlich mit der digitalen Transformation bzw. den digitalen Geschäftsmodellen aus Perspektive der Informatik heraus. Und dafür wurde das Hermann-Hollerith-Lehr- und Forschungszentrum hier in Böblingen hineinversetzt, weil in Böblingen eine tolle Umgebung dafür herrscht. Denn hier sind eine ganze Menge Unternehmen ansässig, Softwareunternehmen, denken wir mal an IBM oder HPE, aber auch sehr viele kleine Startup-Unternehmen und natürlich auch viele Unternehmen, die sich gerade mit digitaler Transformation beschäftigen. Denken Sie mal an die Automobilindustrie. Damit Sie so einen kleinen Einblick in das Gebäude bekommen, das ist natürlich für die Remote-Teilnehmer jetzt ein bisschen schwierig zu sehen, wie das ganze Gebäude ausschaut, habe ich eine Reihe von Studierenden dabei. Die Studierenden sitzen verteilt in verschiedenen Räumen hier am Hermann-Hollerith-Zentrum. Und zwar sitzen die vor allen Dingen in den Laboren. Und ich möchte jetzt mal ganz kurz bitten, dass die Studierenden sich da einfach vorstellen und mal einen kleinen Einblick geben in die Labore. Bitte schön. Ja, hallo, ich bin die Tamara Eberle. Ich bin im zweiten Semester vom Digital Business Engineering Master und ich sitze jetzt hier in dem Gruppenarbeitsraum. Du kannst mir wieder zeigen, den Bildschirm und es ist gerade sehr typisch für den Alltag hier am HZ, da wir gerade viele Gruppenarbeiten machen und uns dann immer wieder auf verschiedene Räume verteilen und es kann eben unter anderem einer dieser Gruppenräume hier sein. Gebe ich einmal weiter. So, hi, danke erstmal. Mein Name ist Shebnem Yüksel. Ich bin noch im ersten Semester, aber auch im Master Digital Business Engineering und ich sitze gerade im KI-Lab. So schaut es hier bei mir aus. Also ein ganz moderner Raum mit vielen verschiedenen Fernsehen, Monitoren, PCs und genau, das KI-Lab mit unterschiedlichen Partnern, wie zum Beispiel dem Zentrum der Digitalisierung in der Region Stuttgart, also in der kompletten Region Stuttgart. Und genau, vielleicht noch kurz zu mir. Ich studiere nicht berufsbegleitend, jedoch habe ich zum ersten Mal jetzt die Möglichkeit, in meinem Studium eine Werkstudententätigkeit auszuüben, die 20 Stunden auch wirklich geht. Das hatte ich jetzt im Bachelor beispielsweise nicht, das konnte ich nicht. Dementsprechend arbeite ich auch teilweise mehr als meine Kollegen, die in Teilzeit arbeiten. Und genau, bin froh darüber, dass mir eben dieses Masterprogramm die Möglichkeit gibt. Dankeschön. Ich gebe auch weiter. So, hallo, ich bin Sarah und studiere auch im ersten Semester den Master of Digital Business Engineering und ich befinde mich im Smart Lab. Genau, wir haben hier so einen smarten Einkaufsladen und auch noch weitere diverse smarte Geräte wie Waschmaschine und Kühlschrank, genau. Und dann gebe ich auch schon weiter an den Laurin. Ja, hey, mein Name ist Lauren Obermeier. Ich studiere auch im ersten Semester Digital Business. Ich bin über eine Freundin zu dem Studiengang gekommen, welche das auch berufsbegleitend studiert hat. Ich arbeite aktuell 40 Stunden die Woche, das heißt Vollzeit, ich studiere das Ganze berufsbegleitend. Es lässt sich ganz gut vereinbaren, wenn man eine Firma hat, welche okay damit ist, beziehungsweise das mitmacht, dass man sein Gleitzeitkonto auch mal ein bisschen strapaziert. Somit kann man das ganz gut vereinbaren. Ich bin hier gerade im Digital Transformation Labor. Kann man hier sehen. Wir haben hier, könnte auch theoretisch die Kamera teilen. So. Wir haben hier eine wunderschöne Sitzecke, wo man sich auch ganz gut entspannen kann. Und hier drüben dann einen Gruppenarbeitsraum, wo man super zusammenarbeiten kann und Projekte vorbereiten kann. Genau. Und was ich noch toll finde an der Hochschule Reutlingen ist, wir haben ein super Netzwerk an Partnerhochschulen auch in verschiedenen Ländern und können dadurch auch weitreichend ausweichen. Genau.
Okay, vielen Dank. Das war mal eine Kurzvorstellung von einigen Studierenden des Masterstudiengangs Digital Business Engineering, die einfach so hier einfach mal einen kurzen Einblick gegeben haben für die Remote-Teilnehmer, welche Räumlichkeiten hier existieren. Darüber existieren noch viele mehr. Die Leute hier vor Ort können dann auch das Ganze mal live dann sehen. Also da organisiere ich dann die Führung nochmal durch das HZ. Okay, ich hatte jetzt schon mehrfach den Begriff HZ erwähnt und hatte da ganz kurz mal das Gebäude gezeigt, aber der Forschungsschwerpunkt des HZ ist ja die digitale Transformation und da bietet es sich eigentlich ganz gut an, dass gerade eben sich auch der Alexander Rossmann, der Leiter und Sprecher des HZ, hinzugeschaltet hat. Und ich würde daher kurz den Alexander Rossmann bitten, das Hermann-Hollerith-Zentrum vorzustellen. Ja, hallo zusammen. Von meiner Seite Alexander Rossmann. Mein Name, ich bin, wie schon gesagt, der Leiter des Hermann-Hollerith-Zentrums, des Lehr- und Forschungszentrums der Fakultät Informatik hier am Standort in Böblingen. Wir sind seit 2014 hier in Böblingen. Die Idee war von Anfang an, stark mit der Unternehmenspraxis zusammenzuarbeiten in Kooperation mit Unternehmen wie IBM, Hewlett-Packard, Porsche oder auch Mercedes-Benz hier am Standort, aber auch mit vielen mittelständischen Unternehmen. Dann Studienprogramme rund um die digitale Transformation aufzubauen. Und ja, da sind wir ganz gut unterwegs. Mittlerweile haben wir ja hier drei Masterprogramme am Standort, ein Bachelorprogramm. Wir haben 30 Doktoranden, mehr als 200 Studierende und Teilnehmer hier in Böblingen. Und ja, nach wie vor eine Wachstumsstrategie. Ich glaube, das ist auch heutzutage nicht mehr üblich, wenn man sich mal so die allgemeinen Hochschulzahlen so anguckt. Dann gibt es nicht so viele Standorte und Hochschulen, die jetzt wirklich noch einen Wachstumskurs haben. Das wollen wir beibehalten. Und natürlich gibt es auch extrem viel Nachfrage aus der Unternehmenspraxis nach den Leuten, die wir ausbilden. Ich glaube, das ist auf jeden Fall sicher, wer bei uns seinen Abschluss macht, hat nachher die Wahl, ja, weil letzten Endes die Unternehmen natürlich solche Leute brauchen, die in diesem Megathema digitale Transformation mit dabei sind. Ne? Insofern schön, dass heute ein paar Leute hier sind. Wir freuen uns auf die Tour nachher auch durchs Gebäude, schauen uns sicherlich dann auch noch ein paar Sachen so an, die wir hier haben, gucken auf die Programme, würden uns da auch danach natürlich orientieren, welche Programme eigentlich spannend sind. Und ja, wünsche allen viel Spaß heute bei der Veranstaltung. Ja, vielen Dank. Und ich denke mal, das ist so ein bisschen mein Stichwort, dass wir mal so ein bisschen in die Programme reinschauen. Ich habe dazu mal ein paar kleine Folien vorbereitet, in die ich jetzt einfach mal reinspringe, da schon einige Sachen gesagt wurden. Ich gehe da mal einfach hier auf die Freigabe. So, okay. So, und da können wir das jetzt einfach mal ein bisschen nutzen. So, Sekunde, hier, okay. Also wir wollen heute mal so ein bisschen über verschiedene Programme sprechen. Also wir haben ja verschiedene Masterprogramme, Digital Business Management, Professional Software Engineering, Digital Business Engineering. Und dann wurde ja schon erwähnt, wir haben eine ganze Reihe von Doktoranden hier. Das heißt, es gibt noch einen kleinen Hinweis aufs Promotionsprogramm. Um das mal ganz kurz einzuordnen, möchte ich mal nur so ein bisschen die Lehrstruktur hier geben. Also Lehre sieht bei uns beispielsweise dann so aus. Alle Programme sind, haben ja irgendwas mit Digitalisierung zu tun. Jetzt, wenn man solche Bilder sieht, dann denkt man ja, okay, das hat jetzt erstmal wenig mit Digitalisierung zu tun, weil ja, die stehen ja alle hier rum, sprechen direkt miteinander. Da sind viele, sagen wir mal, analoge Medien auch zu sehen. Aber wenn man genauer hinschaut, dann sieht man quasi, dass also der Computer eigentlich hier das ständige Begleitinstrument ist, um hier Lehre beziehungsweise auch dann für uns als Professoren Forschung zusammen mit den Studierenden zu betreiben. Das machen wir auch in den Laboren. Einen kurzen Einblick haben wir da schon gesehen. Hier nochmal so ein paar kleine Impressionen aus den Laboren heraus. Die oberen beiden sind quasi Bilder aus dem Smart Lab, da wo wir also zukünftige digitale Lebenswelten untersuchen und wie die miteinander verknüpft werden können. Das ist hier mal so ein kleiner Einblick in das KI-Labor, also da, wo verschiedene Sensoren die komplette Umgebung erfassen und damit KI-Anwendungen möglich machen. Und auch hier wiederum sehen wir in dem kleinen Bild nochmal so eine kleine Impression, wie also auch Gruppenarbeiten zwischen Studierenden und Professoren bei uns stattfinden. Was vielleicht wichtig ist in diesem Zusammenhang für alle Leute, die das Ganze berufsbegleitend machen, also alle unsere Programme sind berufsbegleitend möglich zu studieren. Und da hat sich ja ein Unternehmen ja mittlerweile so auch insbesondere in digitalen Unternehmen der Standard breit gemacht, dass man also freien Kaffee hat. Und freien Kaffee gibt es auch für alle unsere Studienprogramme und für alle unsere Studierenden. So, kurzer Einblick in die Programme hier.
oder den Aufbau. Also Lehr- und Forschungszentrum bedeutet, wir haben Lehre im Bereich Digital Business. Wir betreiben Forschung im Bereich Digital Business mit Hilfe von Forschungsgruppen und Laboren. Und es wird zusammengeführt, vor allen Dingen im Promotionsprogramm. Um die verschiedenen Programme mal einzuordnen, hier ganz kurz die Übersicht. Bei uns kann man auch mit einem Bachelor natürlich starten, aber worum es jetzt heute geht, sind vor allen Dingen die Masterprogramme, die auch alle was mit Digitalisierung natürlich zu tun haben. Die tragen den Namen Digital Business schon im Programmnamen. Und hier eine kurze Unterscheidung, damit man die Programme einordnen kann. Also Digital Business Management ist quasi ein Master im Bereich der Digitalisierung mit mehr wirtschaftlichen Anteilen. Digital Business Engineering ist ein Master im Bereich Digital Business mit mehr IT-Anteilen. So, daneben gibt es noch den Professional Software Engineering, der sich also vor allen Dingen auf die Softwareentwicklung für Digital Business konzentriert. Bevor wir da jetzt weitermachen, ganz kurz vielleicht eine Frage. Für welche Programme sind Sie denn heute hier? Ich bin da für Digital Business Engineering. Für Digital Business Engineering, genau. Dann würde ich auch mit dem starten. Ich gucke nochmal, ob online noch jemand dabei ist, der vielleicht noch sich für ein weiteres Programm interessiert. Schauen wir mal. Okay, wie sieht es denn online aus? Vielleicht eine kurze Chat-Nachricht schreiben, für welches Programm Sie sich interessieren, also Masterprogramme oder Promotionsprogramm. Da warte ich noch mal ganz kurz ab. Forschungsprogramm. Okay, ja, wunderbar. Also, dann werden wir die Veranstaltung so organisieren, dass ich mal als Studiendekan des Programms Digital Business Engineering ein wenig Einblick gebe, wie dieses Programm gestaltet ist und wie man das vor allen Dingen halt berufsbegleitend studieren kann. Und dann im Anschluss werden wir noch einen kleinen Ausblick liefern in die Forschungsprogramme. Da würde ich dann auch wiederum auf den Alexander Rossmann überleiten. Okay, aber lassen Sie uns starten mit dem Programm Digital Business Engineering. Ich hüpfe da mal kurz hin. So, hier, Moment. So, genau. Also, wir machen im Programm Digital Business Engineering quasi einfach mal Digitalisierung. Und zwar, wir reden nicht nur darüber, sondern wir machen Digitalisierung. Und im Bereich der Digitalisierung gibt es verschiedene, sagen wir mal, Methoden, die man anwenden kann, um digitale Geschäftsmodelle zu designen. Und eines unserer Module in dem Programm heißt zum Beispiel Entrepreneurship. Da lernt man also Methoden, so Startup-Methoden, wie man herausfindet, dass digitale Geschäftsmodelle gut funktionieren. Und wir wenden solche Methoden auch für unseren eigenen Studiengang an. Und das möchte ich mal so ein bisschen vorstellen. Und zwar das sogenannte Vision Board. Das Vision Board findet man bei uns auch auf der Webseite und ist eine Möglichkeit, relativ kurz und kompakt mal in einem ganz anderen Format den Studiengang zu beschreiben. Und ich möchte jetzt einfach mal durch die wichtigsten Sachen hier kurz durchhüpfen. Wenn man also den Studiengang Digital Business Engineering beschreiben möchte, dann entspricht das der Vision. Wir begreifen uns also quasi als einen Studiengang mit einem interdisziplinären Ansatz und wir konzentrieren uns vor allen Dingen auf die ingenieurswissenschaftlichen Methoden, also die strukturierte Vorgehensweise, IT-basierte Wertschöpfung für digitale Geschäftsmodelle zu ermöglichen. Dabei betrachten wir also Computer- und informationsverarbeitende Prozesse als die primären Produktionsinstrumente, also quasi die Produktionsinstrumente, die die Wertschöpfung ermöglichen. In diesem Zusammenhang treten die physikalischen Güter eher so ein bisschen in den Hintergrund und werden der Träger für den digitalen Service, der dann die Wertschöpfung leistet. Das sieht man zum Beispiel an der Diskussion über das Internet der Dinge, Social-Media-Strategien oder die digitale Transformation von Unternehmen. Das heißt, wir gucken auf wertschöpfende Prozesse, die erst durch die Digitalisierung überhaupt ermöglicht werden. Und wir suchen dafür natürlich innovationsorientierte Studierende, also quasi, die ihr Know-how im Bereich der Digitalisierung vertiefen wollen und insbesondere die Digitalisierung maßgeblich in den Unternehmen gestalten wollen. Und diese Studierenden, denen geben wir also unser Produkt, dieses Masterstudienprogramm, den Master of Science in Digital Business Engineering, nämlich als genau die Ausbildung, die in diesem Umfeld dieser sehr schnellen Veränderung, Einführung, Verwendung von digitalen Technologien, also in neue wettbewerbsfähige Geschäftsmodelle überhaupt erst ermöglichen. Und der Master ist also hier mal grob gegliedert.
Hier möchte ich einfach so ein bisschen so die Hauptpunkte hervorheben. Als Digital Business Engineering Master hat man also quasi so eine Kombination aus verschiedenen Themengebieten. Die kann man grob einordnen in den Bereich der Wirtschaftswissenschaften. Da sehen wir also so circa 30% des Studienprogramms lassen sich so in den Bereich der Wirtschaftswissenschaften orientieren und 70% der Studieninhalte gehen tatsächlich in die Richtung Digitalisierung, also aller IT-Komponenten, die dafür notwendig sind. Man schließt bei uns ab nach 3 Semestern in der Regelstudienzeit mit einem Master of Science. Man steigt bei uns ein mit einem Bachelor mit 210 ECTS. Besonderheit, alle Module, die man hier sieht, sind Blockveranstaltungen. Das heißt, man ist nur wenige Tage für ein Modul hier bei uns und dann ist das Modul quasi auch schon abgeschlossen. Das sind so für Module so 4, 5, manchmal 6 Tage. Es hängt so ein bisschen vom Modul ab. Und die Modulveranstaltungen gehen dann quasi von morgens um 9 bis nachmittags um 5, um 6. Natürlich muss man darüber hinaus noch nebenbei Aufgaben lösen beziehungsweise an den Modulinhalten dranbleiben. Das machen aber dann die Dozenten separat mit den Studierenden aus. Die blockorientierte Veranstaltung macht es vor allen Dingen möglich, dass man das Programm berufsbegleitend studieren kann. Vorhin haben wir das schon von allen unserer Studierenden gehört, dass also insbesondere diese intensive Blockveranstaltung es möglich macht, dass man vorab quasi mit seinem Arbeitgeber klären kann, okay, es gibt gewisse Tage, da bin ich dann an der Hochschule und in diesen Tagen studieren Sie und dann die anderen Tagen sind Sie dann wieder im Unternehmen und arbeiten da weiter. Das macht es möglich, in verschiedenen Konstellationen dieses Programm zu absolvieren, also entweder Vollzeit beispielsweise oder auch Teilzeit oder auch natürlich als Vollzeitstudent. Also quasi man ist nicht verpflichtet, hier berufsbegleitend zu studieren. Man kann also genau das Programm dann auch als Vollzeitstudent absolvieren. Was vielleicht an dem Modulplan noch interessant ist, also alle Module sind gleich groß, sind gleich geschnitten und erlauben vielfältige Möglichkeiten. Alle Module sind überschneidungsfrei geplant von ihren Terminen her. Das heißt, sie haben freie Gestaltung, in welcher Reihenfolge sie die Module studieren. Worauf wir Wert legen, dass es gewisse Themengebiete gibt, die in der Digitalisierung unvermeidlich sind, mit denen man sich beschäftigen muss und die damit Pflichtveranstaltungen sind. Also beispielsweise das Modul Artificial Intelligence. Im Modul Artificial Intelligence beschäftigen sich mit den Grundlagen von Machine Learning beziehungsweise Grundlagen von Data Science. Das sind einfach Fähigkeiten, die brauchen Sie in der Digitalisierung und deswegen ist es bei uns ein Pflichtmodul. In anderen Studiengängen finden Sie sowas auch, keine Frage, aber oftmals eher in den Wahlpflichtveranstaltungen. Hier bei uns ist es ein Pflichtmodul. Sie werden gleich am Anfang unseres Programms quasi in ein Projektteam gesteckt, zusammen mit anderen Studierenden und arbeiten dann ein Jahr an einem Projektthema zusammen mit weiteren Studierenden. Die Organisation dieses Projektes obliegt dabei den Studierenden. Das ist also keine Lehrveranstaltung, die in regelmäßigen Zyklen stattfindet, sondern hier werden die Termine für die entsprechenden Projektmeetings und die Meilensteine und die Artefakte, die zu liefern sind, dann zwischen den Studenten direkt vereinbart. Das gibt natürlich eine enorm hohe Flexibilität. Zudem machen die Projekte es möglich, dass sie auch Fragestellungen aus dem Unternehmen beispielsweise hier mit einfließen lassen könnten. Spezialisieren kann man sich im Bereich der Wahlpflichtfächer, da werfe ich gleich nochmal einen Blick drauf. Und es ist erfahrungsgemäß so bei uns, dass viele Studierende ja berufsbegleitend studieren und die nehmen dann auch Themen oder Fragestellungen aus dem Unternehmen aus und können das dann in der Masterthesis verfolgen. Gehen wir mal ein bisschen auf die Wahlfächer ein, wenn man sich also spezialisieren will. Da gibt es mittlerweile einen recht umfangreichen Katalog. Wir starten also bei den advanceden oder fortgeschrittenen Methoden des Service Engineering, behandeln moderne Themen wie IoT, also Internet of Things, gehen aber auch in die wissenschaftliche Richtung mit einem Wahlfach Scientific Publishing. Software spielt natürlich eine ganz große Rolle, weil Software treibt die Digitalisierung an. Demzufolge gibt es auch Wahlfächer bei uns im Bereich Software Process Engineering, also Vorgehensmodelle, wie ich digitale Softwareprodukte denn gestalte, bis hin zu agilem Projektmanagement. Ganz neu hinzugekommen ist das Modul Software Integration. Da geht es also quasi vor allen Dingen um, wie sehen denn Softwaresysteme für cloudbasierte Anwendungen aus? Und im kommenden Sommersemester freuen wir uns schon auf das brandneue Wahlpflichtfach, nämlich Data Science. Da gibt es auch einen neuen engagierten Professor, der dieses Wahlpflichtfach anbietet. Er kommt direkt aus der Industrie und kann natürlich dann sehr spannende Einblicke dieses heißen Themengebietes hier für das Studium liefern. Wem das noch nicht reicht, der kann natürlich auch
die Wahlfächer an der Fakultät für Informatik, also insbesondere die Wahlfächer, die im WI-Masterstudiengang in Reutlingen angeboten werden. Dafür gibt es ein Vorgehen, da fragen Sie einfach mich als Studiendekan an, wenn Sie da was interessiert, und da wird es dann im Einzelfall halt entschieden. Ja. Dieses Thema Software ist in der Digitalisierung ist einfach ein heißes Thema und man kommt um Software nicht drum rum. Jetzt betrachten wir allerdings Software nicht als eine Programmierübung. Sie sollen also nicht als Hardcore-Programmierer hier ausgebildet werden, sondern es geht darum, eine gewisse Denkschule zu etablieren. Denn wie können Sie über digitale Systeme reden, wenn Sie keine Ahnung von Software haben? Und es ist einfach so, dass Software diese Digitalisierung antreibt. Um das zu unterstützen, gibt es eine Reihe von Maßnahmen, die wir in diesem Studiengang etabliert haben. Für alle Erstsemester bieten wir gleich von vornherein an, dass Sie an einem Udemy-Kurs, den wir bezahlen, teilnehmen können im Bereich der Python-Programmierung beziehungsweise Machine Learning. Das heißt, Sie lernen da den Einstieg in die Programmiersprache, Sie lernen Machine Learning bis hin zu Deep Learning. Das bringt Ihnen natürlich Vorteile für das Studium, denn diese Kenntnisse und Fähigkeiten, die Sie da erwerben, können Sie dann vielfältig in unterschiedlichen Modulen einsetzen. Zum Beispiel im Modul Distributed Systems, verteilte Systeme, oder Artificial Intelligence. Das kommt ohne diese Kenntnisse und das Know-how nicht aus. Aber auch IoT, also das Internet der Dinge, werden durch solche Verfahren angetrieben. Und wir sehen auch an unseren Studierenden, dass am Ende, also wenn es gegen die Masterthesis geht, dass dann auch genau diese Fähigkeiten von den Unternehmen gefragt werden, dann bestimmte Prototypen in der Digitalisierung zu entwickeln. Das heißt also, auch in der Masterthesis kommen diese Fähigkeiten wieder zum Einsatz. Das machen Sie natürlich nicht umsonst, denn solche Udemy-Kurse, das sind natürlich Kurse, die weltweit bekannt sind und auch gefördert werden. Sie erhalten also von Udemy selber dann so eine Abschlussbescheinigung, und diese Abschlussbescheinigung, die können Sie dann nehmen, um sie zum Beispiel auf Ihrem Berufsnetzwerkprofil, also zum Beispiel LinkedIn oder Xing, je nachdem, welches Berufsnetzwerk Sie sind, das einfach mit einzubinden. Damit zeigen Sie Ihrem Arbeitgeber und auch vielleicht zukünftigen Arbeitgeber, dass Sie hier also eine Schlüsselkompetenz im Bereich der Digitalisierung erworben haben. Wir unterstützen auch unsere Studierenden in anderen Modulen durch sogenannte Tutorials. Tutorials sind oftmals Videos oder Software-Tutorials, die von unseren Studierenden entwickelt wurden. Das heißt also, Studierende vergangener Jahrgänge haben einfach sozusagen die Essenz von Modulen extrahiert, insbesondere von dem Modul Distributed Systems, wo die wichtigsten Grundlagen von unseren Studierenden zusammengefasst wurden. Und das hilft unseren Studierenden dann immer dabei, dieses Modul halt erfolgreich zu absolvieren. Ja, ich gehe nochmal weiter. Dual studieren ist ja, oder berufsbegleitend studieren ist einer der Auszeichnungskriterien unseres Studiengangs, damit man mal so einen Eindruck eigentlich bekommt, wie sich die Beschäftigungsverhältnisse zusammensetzen. Habe ich einfach mal zu Beginn des Wintersemesters, also des aktuellen Semesters, einfach mal unsere Studierenden gefragt, ja, in welchen Berufsverhältnissen steht ihr denn eigentlich? Und es ist erstaunlich, dass also hier mit einer sehr großen, überwältigenden Mehrheit von fast 60% unsere Studierenden eine Festanstellung mit einem 100%-Vertrag aufweisen. Das heißt also, die studieren das wirklich berufsbegleitend. Es gibt auch Studierende, die als Werkstudenten arbeiten. Das machen sogar ein Viertel aus. Und diese Studierenden hier, die steigen bei uns ein und sind aktiv auf der Suche. Und das möchten wir auch gerne unterstützen mit unserem Unternehmensnetzwerk. Das heißt, da kontaktieren Sie uns einfach, wenn Sie hier ankommen. Und wir können dann unser Unternehmensnetzwerk anzapfen. Die kennen uns, die wissen, was wir also machen. Und da sollte es gar kein Problem sein, dass wir dann auch doch schnell von dieser Hälfte, zumindest in diese Hälfte, wenn nicht gar in diesen großen Teil während Ihres Studiums sogar überführen können. Das heißt, es ist eine schöne Grafik, die einfach zeigt, wie sozusagen, dass dieses Programm nebenberuflich zu studieren möglich ist. Das heißt also, dieses duale Studium, was vielleicht der ein oder andere aus seinem Bachelor kennt, wird bei uns tatsächlich auch voll gelebt. Ja, das möchte ich ganz kurz nochmal zusammenfassen. Wie also quasi die Features des Studiums das eigene persönliche Studium hier unterstützen können. Wir bieten in dem Studium an, dass alle Module aller Fachsemester jedes Semester stattfinden. Es gibt also quasi kein Semester, wo Sie bestimmte Module gar nicht besuchen können. Und Sie haben die Möglichkeiten, unter diesen Modulen, die wir anbieten, eine freie Reihenfolge zu selektieren. Das unterstützt Sie natürlich in Situationen beruflicher oder persönlicher Veränderungen. Je nachdem, wie viel Arbeit zum Beispiel anfällt oder sich die persönliche Situation verändert, können Sie jederzeit in jedem Semester bei uns die Module studieren.
Mit einer Studienhöchstdauer von bis zu 6 Semestern sind auch ungeplante Veränderungen in der persönlichen oder beruflichen Situation sehr einfach auffangbar. Sie haben keine Präsenzpflicht bei uns und studieren durchgehend in Blockveranstaltungen, die im großen Zeitraum voraus schon mal geplant werden, sodass Sie also hier auch Planungssicherheit haben, die an den Veranstaltungen teilzunehmen. Wir integrieren die Fragestellung aus dem Beruf im Rahmen von Projekten oder Thesen und damit verschmelzt eigentlich die Berufstätigkeit und das Studieren teilweise sehr gut miteinander. Die Prüfungen finden fast ausschließlich in Form von Teamarbeiten statt. Und Teamarbeit, das ist eigentlich der Zusammenarbeitsmodus, wie wir ihn auch in Unternehmen sehen. Das heißt also, die Art und Weise, wie man im Unternehmen zusammenarbeitet, ist auch die Art und Weise, wie man hier studiert. Das heißt, Sie sollten so gering wie möglich Reibung zwischen Tätigkeit im Unternehmen und dem Studienalltag hier haben. Und wir bieten unterschiedliche Formate an, die Module zu halten. Also es gibt Teile der Module, wo Komponenten vollständig online sind. Es gibt Teile der Module, wo Komponenten hybrid angeboten werden. Und es gibt natürlich Teile der Module, wo es aufgrund von zum Beispiel Gruppenarbeiten oder Durchführungen von Case Studies notwendig ist, dass man natürlich hier auch in Präsenz herkommt. Die Entscheidung darüber, welche Teile der Module online, hybrid oder nur in Präsenz angeboten werden, darüber informiert der Dozent zu Beginn eines Moduls. Ja, damit kommen wir auch schon so ein bisschen Richtung Ende. Ja, also die Frage ist halt, ja, was habe ich denn jetzt eigentlich von dem Studium in Digital Business Engineering? Und da haben wir mal unsere Alumnis gefragt und unsere Alumnis habe ich jetzt einfach mal 2 Aussagen hier raus extrahiert, die dann sagen, also die Methoden aus dem Studium, die ermöglichen mir besonders im Job, wenn ein hoher Druck oder Arbeitslast existiert oder vorhanden ist, hier besonders erfolgreich zu sein. Und eine schöne Aussage, die wir hier sehen, zum Beispiel über unsere Wahlfächer, über die ich vorhin berichtet habe, dass unsere Alumni sagen, diese Wahlfächer, das sind vor allen Dingen zukunftsrelevante Themengebiete, die alle im Beruf kommen, halt ein paar Jahre später. Das heißt, sie versetzen sich hiermit bei uns in eine Situation rein, um auch später, einige Jahre später im Beruf weiterhin einen steilen Karriereweg zu begehen. Ja, hier nochmal ganz kurz die wichtigsten Fakten zu dem Studiengang. Also der Studiengang Digital Business Engineering, ein Studiengang für die Gestaltung der Digitalisierung mithilfe von Systemen. Hoher Praxisbezug ist bei uns angesagt. Das heißt also, Fragestellungen aus der Praxis werden im Studium integriert. Das leben wir auch in unseren Laboren. Sie ermöglichen, dass man quasi auch als Student mal Dinge einfach ausprobieren kann, wo vielleicht Unternehmen eher Grenzen setzen. Also hier bei uns versuchen wir, die Wege sehr kurz zu halten, die Prozesse klein zu halten, keine Bedenken aufkommen zu lassen, sodass man also auch sehr innovative oder fortschrittliche Ideen lebensnah in unseren anwendungsnahen Laboren für Smart Retail, Smart Home oder Smart City ausprobieren kann. Die individuelle Gestaltung durch eine freie Reihenfolge der Modulwahl, dass es keine Präsenzpflicht gibt, ermöglicht quasi, dass man in seiner eigenen Geschwindigkeit studieren kann. Die blockorientierten Veranstaltungen ermöglichen, dass man dual, also berufsbegleitend studieren kann und das eine optimale Integration in eine berufliche Tätigkeit ermöglicht. Vielleicht noch zum Ausblick, wie kommt man weiter quasi? Natürlich bilden wir sie aus, dass sie erfolgreich sind im Unternehmen. Sie können aber auch einen akademischen Weg einschlagen. Wir haben ein großes, umfangreiches Promotionsprogramm. Und wenn Sie da Lust drauf haben, können Sie natürlich da auch weitermachen. Als kleines Goodie obendrauf muss man noch erwähnen, da wir hier in Böblingen sitzen, erhalten alle unsere Studierenden die Möglichkeit, über ein VVS-Ticket auch natürlich dann kostenlos im VVS zu fahren. Okay, so damit bin ich dann schon soweit durch mit meiner kleinen Präsentation. Und ich möchte demzufolge hier nochmal ganz kurz meine Kontaktdaten zeigen. Also wenn Sie Interesse haben an dem Programm Digital Business Engineering, dann kontaktieren Sie mich, Christian Decker, der Studiendekan, einfach anrufen oder E-Mail schreiben und dann vereinbaren wir nochmal einen zusätzlichen Termin, wenn Sie da noch Fragen haben. Okay, so frage ich mal ganz kurz hier hinein, gibt es jetzt erstmal Fragen oder wollen Sie das später machen? Die Vorlesungen an der Uni Stuttgart oder in Reutlingen, sind das auch Blockveranstaltungen oder wie ist da geregelt? Also es gibt eine Vorlesung, die ist an der Uni Stuttgart. Das ist die Vorlesung Business Process Management. Die findet auch als Blockveranstaltung statt. So, die Planung verschiebt sich immer plus 1-2 Wochen. Sie findet im Ende August, Anfang September statt. Dazu gibt es dann auch ein Labor. Das Labor selber, genauso wie die Vorlesung, hat keine Präsenzpflicht,
sondern das Labor führt man dann nach einer kurzen Einführung durch den Übungsleiter einfach zu Hause durch und dann wird ein Prüfungstermin vereinbart, wo man dann entsprechend die Prüfung auch ablegt. Die Vorlesungen in Reutlingen, die man zum Beispiel, wenn man jetzt Lust hat, sich als Wahlpflichtmodul zu belegen, da muss man nochmal separat sehen. Viele Vorlesungen in Reutlingen sind eher wöchentliche Veranstaltungen. Es gibt allerdings auch welche, die blockorientiert sind. Welche das jetzt sind, hängt ganz stark vom Dozenten ab und von der aktuellen Semesterausgestaltung. Das muss man also in Erfahrung bringen, dann, wenn es soweit ist. Also vorher, wenn man sowas plant, einfach vor Semesterbeginn mich mal kontaktieren, damit wir ein bisschen absprechen können, ob das möglich ist, ob das zu unserem Programm auch passt. Dann muss man nochmal den Dozenten kontaktieren in Reutlingen, damit man also höflich fragen, dass man daran teilnehmen kann. Das ist kein Problem, also das haben wir in der Vergangenheit schon gemacht und dann kann man auch solche Module belegen. Okay, wunderbar. Dann haben wir noch einen Teilnehmer, der sich für das Promotionsprogramm interessiert. Und deswegen würde ich mal auf die Folien zum Promotionsprogramm kurz gehen und übergeben an den Alexander Rossmann. Ja, hallo, auch nochmal von meiner Seite kommen wir zum Promotionsprogramm. Hier muss man sagen, dass das Thema Promotion und Hochschule der angewandten Wissenschaften ja ein Thema ist, das jetzt über viele Jahre so gar nicht so in dem Zusammenhang gesehen wurde. Die Hochschulen der angewandten Wissenschaften haben in Baden-Württemberg erst seit diesem Jahr ein natives Promotionsrecht. Es gab in den letzten Jahren dann viele kooperative Promotionen. Kooperativ bedeutet, dass man als Hochschule dann kooperativ zusammenarbeitet mit einer Universität und dann die Promotion im Rahmen der Promotionsordnung der Universität stattfindet. Das ist auch genau der Weg, in dem die meisten unserer aktuell knapp 30 Doktoranden eingebunden sind. Wir haben dazu eine ganze Vielfalt an Kooperationspartnerschaften aufgebaut, die dann die Promotion ermöglichen. Das ist auch so die Stärke dieses Programms, dass wir für unterschiedliche Interessen und Themengebiete, die ja sehr breit sind, wir haben ja sehr viel betriebswirtschaftliche Anteile auch über, sag mal, Geschäftsmodellentwicklung, Innovationsmanagement, Geschäftsprozess, Modellierung, Automatisierung, Services in Unternehmen, natürlich das ganze Thema Produktion, Marketing, Vertrieb, also sehr viele betriebswirtschaftlich geprägte Themen, zum anderen Themen der Wirtschaftsinformatik und dann natürlich auch klare Informatik-IT-Themen und insofern sind da auch die Interessen der Doktoranden sehr, sehr unterschiedlich. Wenn wir mal eine Slide weiterschauen, dann sehen wir so ein paar Rahmendaten, die so also dieses gesamte Programm dann charakterisieren. Der Abschluss liegt natürlich in der Promotion. Das heißt, man kann einen Doktortitel erwerben. Ich würde heute sagen, der Doktortitel ist heute nicht mehr zwingend etwas, was für die berufliche Karriere ausschlaggebend ist. Man kann natürlich auch ohne Promotion heute Karriere machen in Unternehmen. Auf der anderen Seite ist es so, dass man sehr, sehr lange arbeiten muss. Das heißt, alle, die so die Muße haben, sich über einen Zeitraum von 3-4 Jahren mal intensiv mit einer bestimmten Fragestellung, mit einem bestimmten Thema auseinanderzusetzen und in diesem Thema dann eben auch inhaltliche Tiefenexpertise aufzubauen. Für die ist so eine Promotion spannend. Und wenn man sowieso auch den Weg verfolgt, vielleicht auch irgendwann akademische Karriere zu machen, dann ist die Promotion ja sogar unerlässlich. Ja? Wir haben hier bei uns am Hermann-Hollerith-Zentrum sogenannte Forschungsgruppen. Das heißt, der erste Schritt zur Promotion ist, auch Mitglied einer Forschungsgruppe zu werden, mit einem der Professoren des Hermann-Hollerith-Zentrums ins Gespräch zu kommen. Mittlerweile sind das recht viele Professoren, die sich da anbieten. Das heißt, wir haben eine ganze Palette, jetzt auch einige neue Kollegen bekommen, zum Beispiel den Michael Möhring im Bereich Data Science, den wir gerade gesehen haben, den Uwe Breitenbücher im Themenfeld System Architecture, Cloud Computing. Und nächstes Jahr kriegt man noch eine neue Kollegin wahrscheinlich, die sich dann mit Digital Business befasst. Das heißt, insgesamt so circa 10 Professoren, die jetzt schwerpunktmäßig hier in Böblingen aktiv sind. Und es gibt auch einige Professoren aus Reutlingen, sowohl der Fakultät Informatik, aber auch der ESB, die am Hermann-Hollerith-Zentrum engagiert sind. Zu unserem Promotionsprogramm gehört ein Studienprogramm, das heißt, es gibt sogenannte Doktorandenseminare zu Themen wie zum Beispiel Systematic Literature Analysis, Design Science Research, Quantitative Research Methods, Structural Equation Modeling. Das sind sehr häufig methodisch geprägte
Seminare. Das heißt, es geht jetzt im Doktorandenseminar nicht mehr darum, Inhalte zu vermitteln, sondern hier sind wir sehr stark im Bereich Methoden und Vorgehensweisen, nämlich wissenschaftliche Methoden und wissenschaftliche Vorgehensweisen eingebunden. Diese Vorgehensweisen, die sind sicherlich auch nicht unbekannt. Man hat ja auch schon in der Masterthesis möglicherweise mal eine systematische Literaturanalyse gemacht. Trotzdem ist es natürlich nochmal was anderes jetzt im Kreise von Leuten, die das dann in der Tiefe betreiben, dann sich auszutauschen und Vorgehensweisen zu entwickeln, auch von den besten Wissenschaftlern in diesem Bereich zu lernen. Wir laden regelmäßig Gastvorträge, Gastwissenschaftler ans Hermann-Hollerith-Zentrum ein, die dann entsprechende Themen auch bearbeiten. Ist auch für die Professoren relevant. Also es kann auch durchaus sein, dass dann in dem einen oder anderen Doktorandenseminar auch Professoren dann teilnehmen, um sich letzten Endes auch hier selbst weiterzubilden. Ne? Wie viele Promotionsplätze gibt es denn eigentlich pro Jahr? Das ist sehr schwer zu sagen. Es ist de facto jetzt so, dass diese 5 pro Semester auch eher so ein Erfahrungswert sind. Das heißt, die Projektlage ist das eigentlich Entscheidende. Man muss immer schauen, wie viele Forschungsprojekte gibt es denn eigentlich, die gestartet werden. Diese Forschungsprojekte sind wichtig, denn sie bieten die Möglichkeit, Doktoranden zu beschäftigen bzw. zu finanzieren. Es gibt da unterschiedliche Kategorien, in denen man landen kann, wenn man solche Forschungsprojekte betrachtet. Wir haben zum Beispiel viele öffentlich geförderten Forschungsprojekte, wo man dann tatsächlich in einem Projekt, das zum Beispiel durch das Land Baden-Württemberg, durch die Bundesrepublik Deutschland oder die EU gefördert wird, dann auch wirklich als Doktorand in einem größeren Forschungsprojekt eingebunden ist. Wir haben auch Promotionsstipendien über sogenannte Graduiertenkollegs, das heißt dann speziell in Zusammenarbeit mit Universitäten. Da sind wir relativ stark mit der Universität Stuttgart zugange, dann Stipendien, die für Promotionen ausgerufen werden. Es gibt auch Industriedoktoranden, die in Kooperation mit einem Unternehmen dann im Unternehmen arbeiten und bei uns promovieren. Und da ist halt so die Regeldauer, was man so festnehmen kann. Das hängt auch sehr stark natürlich vom Thema ab und auch von der Partneruniversität. Ich habe hier mal so geschrieben, mal 2+2 ist eigentlich eine gute Formel, die man sich so geben kann. Das heißt, 4 Jahre, das ist ein Zeitverlauf, der aus meiner Sicht passend ist, um sich dann nochmal 2 Jahre intensiv methodisch zu beschäftigen, auch das passende Thema zu finden und in den folgenden 1 bis 2 Jahren in die Dissertationsphase zu gehen, in der dann die Doktorarbeit oder eben andere Publikationen dann erarbeitet werden. Ne? Das kann sich natürlich verändern. Ich hatte selbst schon Doktoranden, der war schon nach 2,5 Jahren fertig. Das war dann so eine Art Raketenpromotion. Ne? 2,5 Jahre ist äußerst ungewöhnlich. Ich kenne auch Doktoranden, die in den 4 Jahren nicht fertig werden und dann eher so in Richtung 5 Jahre gehen, manche sogar 6 Jahre brauchen. Das heißt, diese 2+2-Formel, das ist wirklich so ein Mittelwert, ein Erfahrungswert. Man kann deutlich schneller zum Doktortitel kommen, wenn man sich engagiert, wenn man die richtigen Netzwerke pflegt, wenn man schnell auch in Publikationsprozesse kommt, vor allem schnell auch der Promotion eine gewisse Richtung gibt und damit quasi auch nicht die Zeit verschwendet oder, ja, was heißt hier verschwendet, die Zeit benötigt, um dann auch mal forschungsrelevante Themen zu identifizieren. Ne? Zugangsvoraussetzungen, erstklassiger Masterabschluss, persönliche Eignung. Es geht hier natürlich sehr stark immer um die Frage, habe ich eine Präferenz, eine persönliche Präferenz, die auch passend ist zu den Themenstellungen, die in einer Forschungsgruppe bei Professoren oder auch in Projekten erarbeitet werden. Oder wenn ich aus dem Unternehmen komme, habe ich in meinem Unternehmen ein Thema, das, sagen wir mal, Forschungsrelevanz hat über einen Zeitraum von 3 bis 4 Jahren auch Potenzial hat einer längerfristigen Betrachtung und darüber hinaus auch noch am Hermann-Hollerith-Zentrum dann untersucht wird. Und dann kann man letzten Endes gemeinsam mit seinem Doktorvater, mit dem Betreuer am Hermann-Hollerith-Zentrum dann eine Zulassung dann bewirken und eben im nächsten Schritt auch schauen, mit welcher Partneruniversität läuft das. Oder wie gesagt, ganz neu, seit 2022, es gibt da noch keine Kandidaten, die wirklich gestartet sind, aber in Baden-Württemberg startet dieses Jahr das sogenannte Baden-Württemberg Center of Applied Research. Dort werden nochmal alle forschungsstarken Professoren der Hochschulen der angewandten Wissenschaften gebündelt. Und dieses Center of Applied Research bekommt dann eigenes Promotionsrecht, sodass die Hochschule Reutlingen auch über unterschiedliche Personen beteiligt ist.
an diesem Center dann auch ein natives Promotionsrecht bekommt. Das ist aber, wie gesagt, eine völlig neue Entwicklung. Baden-Württemberg ist da ein bisschen hinterher. In anderen Bundesländern gibt es das schon sehr lange. Hier startet das nun auch und daher wird es sicherlich auch in den nächsten Jahren Doktoranden geben, die ohne kooperative Beziehung zu einer Universität promoviert haben. Ne? In der Durchführung ist es aber heute noch für die meisten Doktoranden gang und gäbe, dass man mit Universitäten kooperiert. Es hat aus meiner Sicht auch sehr, sehr viele Vorteile. Also ich sehe jetzt nicht nur den Zusatzaufwand, sich hier abzustimmen mit einer Universität, sondern vor allem auch den Vorteil, auch in die Forschungslandschaft einer Universität eingebunden zu sein, nochmal Zugang zu haben, zu weiteren Doktorandenseminaren in Kontakt zu kommen mit ganz anderen Doktoranden aus einem anderen Kontext, häufig auch in einem anderen Land, in einer anderen Sprache. Das heißt, es hat schon viele Vorteile, auch diese kooperativen Beziehungen aufzugleisen. Immer in Zusammenarbeit mit der Unternehmenspraxis. Wir machen angewandte Forschung. Das heißt, die Phänomene, die wir erforschen, die uns interessieren, sind praxisorientiert. Also entweder kooperieren wir direkt mit Unternehmen oder wir forschen empirisch in Zusammenarbeit mit Unternehmen und können das natürlich dann auch umsetzen und hier auch in die Promotionsprogramme der Partneruniversitäten einbringen. Ne? Ja, so mal die groben Rahmenbedingungen, wenn wir jetzt mal weiterschauen, dann sehen wir hier so noch ein paar größere Kooperationspartner. Unten rechts nochmal den Link auf der HHZ-Webseite, auf die würde ich auch gleich nochmal kurz gehen. Ja, die Universität Stuttgart ist momentan der größte Partner, weil wir hier auch ein kooperatives Promotionskolleg mit entsprechenden Stipendien haben. Wir haben einige Kollegen an der Universität Rostock. Der wichtigste internationale Partner ist die University of the West of Scotland in Glasgow. Da haben wir einige Doktoranden momentan, das heißt auch hier im internationalen Bereich, die auch sehr gut publizieren und entsprechend auch sehr gefragt sind danach, sowohl in der wissenschaftlichen Community als auch in der Unternehmenspraxis. Wo fange ich an, jetzt danach zu gucken? Man kann dann mal schauen auf die entsprechenden Webseiten. Ich gehe gerade mal selbst in den Screensharing-Modus oder der Kollege macht das für mich hervorragend, super Support. Das heißt, wenn man da jetzt auf den Reiter Forschung klickt im Hermann-Hollerith-Zentrum, dann sehen wir natürlich zum einen das Promotionsprogramm schon, das dann so ein bisschen beschrieben ist. Da stehen jetzt ähnliche Sachen drin, die ich gerade auch schon erzählt habe. Ich will aber nochmal auf den Reiter Forschungsgruppen hinweisen, der so leicht links oben darüber steht. Ja, das heißt, da kann man mal drauf gehen und dann mal durch die unterschiedlichen Forschungsgruppen scrollen, die es hier so gibt. Ja, meine Forschungsgruppe zum Beispiel, ich nehme jetzt meine, weil ich weiß, was da dann steht, wenn man draufklickt, aber die Seiten werden durch die Forschungsgruppen selbst verwaltet. Wenn wir mal auf die Forschungsgruppe Digital Business dann klicken, dann sehen wir, dass hier in dieser Forschungsgruppe zum Beispiel dann eben auch mehrere Professoren engagiert sind. Der Kollege Schmäh, Marco Schmäh, ist ein Kollege von der ESB, das heißt, wir sind hier mit der Business School vernetzt. Der Suleiman Veseli ist ein Doktorand des Hermann-Hollerith-Zentrums, also einer, der hier auch schon erfolgreich promoviert hat, mittlerweile promoviert ist. Und dann haben wir hier auch noch einige Doktoranden, Mitarbeiter. Und jetzt können Sie sich da reinlesen, das heißt, auch dann so mal ein bisschen nochmal durchlesen, wenn Sie nach unten scrollen, ja, was machen die denn so? Und ich würde Ihnen auch die Empfehlung geben, dann mal auf Publikationen zu schauen. Die kommen dann noch weiter unten. Das heißt, da kriegt man schon einen ganz guten Einblick in die Frage, was passiert hier eigentlich, und kann entsprechend sich dann ein Bild machen, zu was wird publiziert, zu welchen Themen sind die Kollegen hier unterwegs. Insofern aus meiner Sicht eine ganz nette Möglichkeit, um reinzuscrollen in die einzelnen Forschungsgruppen und zu sehen, mit was die sich so beschäftigen. Und wenn Sie dann die Idee haben, das wäre was für mich, dann schreiben Sie doch einfach einen der Professoren an, dann scrollen Sie wieder nach oben auf der Seite und sagen, das war interessant, was Sie da so geschrieben haben, und klicken Sie in dem Fall halt auf mein Bild oder mein Profil, und dann poppt da auch schon eine Mail senden Nachricht hoch und sagen, ich interessiere mich für eine Promotion. Und das können Sie eigentlich bei den anderen Forschungsgruppen auch machen, die sind alle so ähnlich strukturiert. Manche stellen sich da noch ein bisschen anders dar, aber im Wesentlichen geht es schon immer um die Frage, welche Themen werden denn da untersucht, und zu den einzelnen Leitern der Forschungsgruppe können Sie da sehr gerne Kontakt aufnehmen. Ne? Ja, mehr mag ich jetzt auch gar nicht hier präsentieren. Das ist eigentlich das, was es so zu sagen gibt zum Thema Promotion am HHZ. Aber natürlich stehe auch ich gern oder alle Kollegen, die heute dabei sind, natürlich auch gern für Fragen zu diesem Themengebiet zur Verfügung. Ne? Ja, okay, dann vielen Dank, Alex, dafür.
Ich würde noch mal ganz kurz auf die Folien zurückspringen und einfach noch mal mit den wichtigsten Infos abschließen. Und zwar, wenn Sie jetzt Lust bekommen haben auf unsere Programme, dann kontaktieren Sie uns einfach. Die Webseite ist, glaube ich, recht einfach sich bemerken, www.hhz.de oder auch auf der Webseite angegeben, die vielfältigen Links zu allen möglichen Social-Media-Kanälen. Dort finden Sie auch quasi Resultate aktueller Forschung, aktueller Studentenaktivitäten oder Studierendenprojekte, die bei uns stattfinden. Und so bleiben Sie also quasi immer auf dem Laufenden. Und wenn irgendwas Spannendes oder besonders Interessantes, gibt es auch immer wieder einen Kontakt, wo man die Professoren oder auch manchmal direkt die Studierenden erreichen kann, um sich dann nochmal direkt zu informieren. Hier vor Ort möchte ich nochmal dann im Nachgang die Möglichkeit geben, dass wir einfach mal noch durchs Gebäude schlappen und einfach mal ein bisschen schauen, was gibt es noch für Räume hier. Wir sitzen ja hier in einem Vorlesungsraum, aber es gibt noch weitere Räume. Wir haben da vorhin schon von den Studierenden ein bisschen Einblick gesehen, aber ich möchte hier vor Ort nochmal die Möglichkeit geben, dass man sich auch direkt dann nochmal mit den Studierenden unterhalten kann. Okay, das wäre es so von meiner Seite aus und damit würde ich die Online-Session dieses Infotags dann auch beschließen und dann zusammen natürlich hier bei einem guten Kaffee und ein paar Keksen mit den Teilnehmern vor Ort hier nochmal ein bisschen durchs Gebäude gehen. Bevor wir das allerdings beschließen, nochmal ganz kurz die Rückfrage. Gibt es denn Fragen nochmal aus dem Online-Kreis? Ich schaue nochmal kurz in den Chat rein. Da sehe ich jetzt keine Fragen. Ich gebe aber trotzdem noch mal ganz kurz Zeit. Vielleicht gibt es noch die eine oder andere Frage. Alles klar, super. Okay, keine Fragen. Fantastisch. Dann bleiben die Kontaktdaten hier noch mal ganz kurz stehen. Und wie gesagt, ich würde dann hier mit den Leuten vor Ort dann noch mal hochgehen, mit den Studierenden vielleicht noch eine kleine Möglichkeit geben, dass man sich da einfach mal direkt miteinander austauschen kann. Okay, dann vielen Dank an alle Online-Teilnehmer und wie gesagt, besuchen Sie uns. Es wird uns freuen, wenn wir uns dann zum nächsten Semesterstart wiedersehen. Bewerbungszeit oder Bewerbungsdeadline für das Sommersemester ist der 15. Januar. Und wenn Sie sagen, ich bin jetzt so gerade in den Endzügen meines Bachelors beispielsweise und es passt dann eher im Wintersemester, dann ist die nächste Möglichkeit dann der 15. Juli. Das gilt für die Masterprogramme hier und auch für die Masterprogramme am HZ. Okay, dann besten Dank und auf Wiedersehen. Ciao. Ciao.